So, da bin ich wieder. Ja, ich soll mal zu Dings, zu einer Stadt wieder. Ich muss ja wieder runter. Was will die jetzt von mir? Dein Hogenhoff. Oh. Nein! Och nö. Schon der Erste, der mich nerven kann. Du wirst nicht verlieren, ja. Das ist mir so Wurst. Winkel. Ich geh mal in die Winkelgasse. Ah. Oder ich kauf mir ein Winkelmesser. Ah. Oder ich reise bis zum letzten Winkel der Welt. Na gut. Level 13. Ja. Geht daneben, super. So. 177. Juhu, Level 16, das ist super. Geckerbohr. Ja, jetzt kann ich mich mein Bro trainieren. Bro trainieren ist gut. Der wird, glaube ich, Level 15 oder so sein, glaube ich. Ja. Ist aber egal. Der braucht. Bis jetzt nur Absorber-Spam oder was? Ja, nee, schafft er nicht. Bevor ich ihn riskiere. Ist zwar uneffektiv eigentlich, aber... Der ist halt Level 17. Alter! Oh oh. Das ist nicht gut. Ja, Alter, was geht? Und noch ein Volltreffer, ey. Blöde F***. Musst du immer scheiß Absorber spammen, Alter, was geht? Hast du mal andere Attacken? Das nervt. Boah. Alter, ich krieg gleich einen Facepalm, ey, ganz ehrlich. Mann. Als wenn er nur die eine Attacke hätte. Alter. Danke, dass ich jetzt schon wieder zum Pokémon Center darf. Das ist übrigens das erste Mal, dass ein Pokémon von mir besiegt wurde. Und ich muss gleich schon wieder niesen, glaube ich. Na? Im Moment erstmal nicht. Vielleicht kommt es noch. Das Niesen. Ja.
Nein! 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 Ich mach das nie wieder. Das ist das Behindertste, was ich je machen konnte gerade. Nein, warum? Das ist doch scheiße. Alter, ich werde da deswegen vielleicht noch so ausrasten, glaube ich. Weil das ist so unnötig, der Scheiß. Komm her, Pecco. Ich will dich von hinten. Nein, ich will nicht. Nein. Geh weg von mir. Los. Ich will nicht. Du nimmst mich zu hart ran. Ich will weg. Hilf mir. Hilf mir. Danke schön. Warte, Mädchen. Ich will dich von hinten. Immer langsam. Los, komm. Ich bin geil. Sag mal, du bist Rontix? Du hast meinen Liebling Pecco gerettet, mit dem ich 3-4 Nummern geschoben habe, indessen du weg warst. Das will ich gar nicht wissen. Die verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Fuxhaven oder ein Paket in Gravelport City abgeben. Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel Richtung Fausthafen. Jupp. Also auf nach Fausthafen City. Anker gelichtet. Komm, du geiler Pecco. Oder geile Pecco. Wir setzen Segel, meine Süße. Und dann werden wir während des Segels noch ein paar Nummern schieben. Alter, das will ich gar nicht wissen. Alter, er und sein Vogel, ey, ganz ehrlich, ey. Bah. Das ist doch ekelhaft. Nein, jetzt... Oh, jetzt schon wieder... Jetzt fängt der Scheiß schon an mit dem Dreck hier. Mann! Ich könnte so ausrasten wegen dem Scheiß. Der den verfickten Poke-Dings erfunden hat. Boah, der gehört gequält. Mit einem Messer am lebendigen Leibe aufgeschlitzt. So dass er zusehen muss, wie seine Gedärme raus aus seinem eigenen Körper quillen, ey, ganz ehrlich. Boah, ich hasse das Scheiß. Sorry. Musste gesagt werden. Ahoi, wir haben im Fausthafen Anker geworfen. Aua, wohin denn? Aber nicht nach mir, ne? Weil das wäre nicht gut. Ich vermute, du wirst den Brief jetzt in diesen Treu bringen. Indessen werde ich ein bisschen Pecco verwöhnen. Naja. Ah, Alter. Das ist... Ich muss selber was machen. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Wie sehen meine Pokémon aus? Eigentlich gut, ne? War ja eben auch ein Pokémon Center, genau. Ja, 16, 17, 14. Ja. Was sind das für ein was haben die denn für Pokémon hier? Camillo. Das ist... Wasser. Okay. Bräuchte ich Pflanzen-Pokémon. Ja, ich hätte mir das Loturzel fangen können. Was ich ab und zu mal gehabt habe. Aber da denkt man ja nicht an sowas. Und das kann ich auch noch machen. Und das ist blöd. Über das harmonische Leben mit dem Pokémon und der Familie auf diesem kleinen Eiland ließe sich viel erzählen. Mach es bei mir bloß nicht. Ich hasse Lebensgeschichten. Bevor ich meinen Mann geheiratet habe, lebte ich in einer der großen Hafenstadt. Gravelport City. Hier auf der Insel verläuft das Leben geruhsamer. Vom wunderbaren Meer umgeben. Das ist die
Das ist die pure Glückseligkeit. Das will ich nicht wissen, Alter. Juhu, Zickzacks. So, Alter, ich nehme das Zickzacks jetzt von hinten. Warte mal. Ja. Verdammt. Komm. Alter. Ja. Komm, zeig's mir. Baby. Du bist gut. Na gut. Ich lasse es jetzt. Ich mache nur Scheiße. Das ist doch blöd. Was geht denn hier eigentlich? Wow, du hast die beschwerliche Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Fausthafen zu gelangen. Bist du hier, weil du Camillo weil du von Camillo gehört hast? Ja, ich trinke Camillo immer mein... Ich trinke Camillo in meinen Kamillentee. Ha. Ich trinke immer Camillo-Tee, weißt du? Oh, Alter, der ist so schlecht. Wirf dein Auge mal hier rauf. Nee, kann ich nicht, weil ich... Das tut so weh, wenn ich mein Auge aus der Augenhöhle nehmen würde. Das ist... Ja, wird auch ein bisschen ekelhaft aussehen. Das ist ein Seidenschal. Das ist der letzte Schrei in der Mode. Der letzte Schrei? Ah, ich weiß ja nicht. Oh, deine Augen blitzen. Ja, ich habe gerade in der Steckdose... Ich habe gerade an der Steckdose gelutscht. Deswegen lutscht mal... Scheiße. Ich wollte gerade sagen, deswegen lutschen meine Augen. Alter. Oh Mann, scheiße. Alter, ich bin... Alter, ich greife nach Flash. Alter. Oh, deine Augen blitzen. Ja, ich habe auch an der Steckdose gelutscht. Deswegen deswegen blitzen meine Augen. Du magst meinen Stil, nicht wahr? Nö, nicht wirklich. Hihi. Du machst mir eine Freude. Hä? Hier, das möchte ich dir schenken. Ja, gib mal her. Ja, gib mal her, das Teil. Tschüss. Gut, dass sie mich im Nachhinein nicht noch voll quatscht. Das ist schon mal super. Ja, das... Ja... Amüsant hält, was? Was? Amüsant hält? What? Ich will das gar nicht wissen. Ein Trainer. Den machen wir gleich. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich gehe nicht. Niemals. In der Zeit könnt ihr ja was anbeißen. Ja, macht ihr mal in die Hosen. Das ist schön warm. Und nein, das weiß ich nicht aus Erfahrung. Ich weiß das von dem Film Dumm und Dümmer. Weil der das ja auch mal gesagt. Der so einpissen, dass es schön warm ist. Wer den Film kennt, der wird das wissen, was ich meine. Oh, ich hab schon wieder Schluck auf, ey. Tetara. Oh. Mann, ich brauche ein Elektro-Pokémon, Alter. Kampf. Kopnuss. Superschall. Geht daneben, haha. Und jetzt stirb. Das ist qualvoll. Ja. Terrorstimme. Boah. Ich darf die aber nicht so lange machen, sonst muss ich noch husten. Ja. Arthur. Naja. Ah, ich habe eine Tour verpasst. Mann, war das schlecht. Naja, das kennt ihr auch von mir.
So. Wie sieht's aus? Naja, das sieht super aus. So. Da hinten wartet nämlich noch einer. Tag. Was befolgst du? Fischen im Meer oder im Fluss? Ich mag sie lieber auf dem Grill. Oder als Fischstäbchen. Sind lecker. Och nö, doch kein... Och Mann, das ist doch nicht wahr. Sag jetzt nicht, du hast 3 Carpadore, ey, das gibt's doch nicht. Wehe, denn... Wehe, dann kriege ich einen Facepalm, ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, ey. Natürlich. Klatsche ist die effektivste Attacke, die es gibt. Klatsche besiegt jedes Pokémon. Auf jeden Fall. Nämlich nicht. Wow, ein Tentacha. Doch kein Facepalm. Ein Tentacha. Sigi hat gut gelevelt. Jetzt ist mein Bro mal dran. Ne? Weil der Level 14 erst ist. Ja. Alois? Wer nennt sein Kind Alois? Überhaupt? Alter, was ist das für ein Name? Was geht? Naja. Ja, beiß mal ins Tentacher, ist doch nur eine Qualle oder so. Finde das zwar ekelhaft, in der Qualle zu beißen. Alter, das wäre doch mal... Boah. Alter, ich will mir das gerade mal vorstellen. Am Strand, ich sitze am Strand, hab aber Hunger und beiß mal erstmal dickfett in der Qualle rein. Oh, wie ekelhaft das sein muss. Bah. Ich meine, ich würde nicht mal so verrückt sein und das so machen. Ich mache da ein Video von, wie ich eine Qualle fresse. Oder in die Qualle beiße. Wenn ich am Strand bin. Die Klicks wären es mir nicht wert. Weil das ist ja so ekelhaft einfach. Bah, weil die sind so glibbrig und... Oh, wenn ich da reinbeißen müsste. Boah. Da schüttelt es mich am ganzen Körper, ey, ganz ehrlich. Boah. Boah. Krieg ja Gänsehaut, ey. Boah. Ich finde Quallen sowieso ekelhaft. Und ich schon wieder ein Carpador. Och Mann. Nein, ich will es nicht wechseln. Boah, ich finde das so ekelhaft, wenn man in eine Qualle reinbeißt. Und ich meine, ich habe das nie gemacht, will ich auch gar nicht. Aber das muss so ekelhaft sein einfach. Gerade die Konsistenz auch. Und... Oh, ah. Wie komme ich auf so eine Gedanken, ey? Bah, das ist so ekelhaft. Na gut, durch Biss und Dings, ja. Das ist so ekelhaft einfach. Das ist doch bah. Das ist so widerlich. Wie bei Tiefseefischen habe ich auch hier geradezu spektakulär verloren. Jupp. 400, Dankeschön. Angeln ist... Nein! Nein, nicht... Alter! Och Mann, das ist so ekelhaft immer, wenn man die... Och Mann, das ist... Och Mann, ich könnte einfach kotzen, ganz ehrlich, ey. Oh. Auch Sternstaub gefunden, das ist ja super. Bringt viel Geld. Oh, Mann, das ist so... Oh. Mann, das ist so blöd. Och, Mann. So, ich gehe jetzt erstmal Pokémon heilen. Egal, ob es nötig war oder nicht.
Und ich werde erstmal speichern. Und das geht das nächste Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Ja. Den sage ich mal, bis zum nächsten Mal und könnt mir einen Daumen hoch geben oder auch ein Abo. Wir beide schön. Und ich sag mal, bis demnächst. Tschüss.